Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Die österreichischen Musiker Seiler und Speer haben vor ein paar Monaten ein großartiges Lied veröffentlicht mit dem Text Ob und zu, da Sammer zu. Und ganz ehrlich, damit das Ganze für mich ein bisschen besser passt, müsste ich den Text ändern in Ob und zu, da Sammer deppert. Na ganz ehrlich, eigentlich könnte und sollte ich ja stolz auf das sein, womit ich Woche für Woche meine Regale neu füllen kann. Aber manchmal ist das, was mich gedanklich länger beschäftigt, tatsächlich nicht das, was ich mir gekauft habe, sondern das, was ich mir nicht gekauft habe und die Gründe, warum ich mir gewisse Dinge nicht gekauft habe. Und tatsächlich, sage ich euch jetzt ganz ungeschönt, ist der Grund in vielen Fällen einfach Blödheit. So habe ich beispielsweise noch keine Version des Films Conga in meiner Sammlung, weil ich tatsächlich der Meinung war, dass ich den Film schon habe. Das ist ein Missverständnis, das konnte ich jetzt dann endlich einmal aufklären und wusste, dass Conga und der Koloss von Conga tatsächlich zwei verschiedene Filme sind. Deswegen habe ich dann natürlich sofort bei der nächsten Gelegenheit zugeschlagen, als ich dieses Mediabook günstig bekommen konnte. Wie ich es das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, na, wenn ich mir da ein Mediabook hole, dann werde ich mir lieber eines von den anderen Bespree Mediabooks holen, weil die einfach billiger sind. Dafür sehen sie halt einfach beschissener aus als das von WMM. Das hat nämlich hier ein, wie ich finde, absolut großartiges Cover-Artwork mit dem Affen in wesentlich schöner gezeichneten Detail als das entsprechende Gegenstück, das eben hier im Bespree Mediabook ist. Aber zu der Zeit, wo ich mir diesen Gedanken gemacht habe und wo war quasi die Zeit, wo WMM dieses Cover-Artwork, dieses Mediabook angekündigt hat und es noch 30 Euro gekostet hat. Da war halt der Gedanke naheliegend, auf die billigere Version zu gehen, was ich dann allerdings auch wieder vergessen hatte. Und dann kam der Frühjahrsputz bei Pretz Media und dieses Mediabook war mit dabei um 14,99 €. Danke, ist erledigt. Das ist eine wirklich geniale Zeichnung, die auch lustigerweise für einen jugendfreien Film überraschend reißerisch ausgefallen ist. Dabei sehen wir eben das Äffchen deutlich detaillierter als das, was wir auf der anderen Version haben. Ich mag auch die Farben hier wesentlich mehr. Ich mag diesen leuchtenden orange-roten Look. Ich mag, dass das Ganze mit der Vielzahl an Flugzeugen hier angenehm dynamisch aussieht. Und was bei dem Poster besonders interessant ist, nachdem ich gerade ein bisschen herumgestottert habe, weil ich nebenbei gesucht habe nach diesem Plakat und einfach absolut nicht multitaskingfähig bin, habe ich hier das Poster gefunden, das einerseits unter dem Titel Conga, Erbe von King Kong, exakt so, wie es hier auf dem Poster steht, oder aber natürlich auch unter dem Titel Conga, Frankensteins Gorilla, veröffentlicht wurde, wobei die Frankenstein-Version ein bisschen weniger detailliert ist und ein bisschen grober aussieht und offensichtlich die Vorlage für das andere Mediabook ist, wenn mich da ist nicht alles da. Nein, die ist noch einmal ganz anders. Cool, ein bisschen Verwirrung kann nie schaden. Ist das auf jeden Fall mit Sicherheit die schönste Version und Posterversion, die dieser Film jemals bekommen hat und wo man aber auch echt sagen muss, dass WMM dieses Mal wieder das Mediabook, also das Motiv für das Mediabook absolut großartig aufbereitet hat. Scharf, wunderschön durchzeichnet und durchzogen, farbenfroh. Diesmal ausnahmsweise auch mit einem orangen Spine, weil das halt eben einfach besser zu dem Motiv passt. Und ein Backcover, holy freaking hell. Das mit seinen drei Bildern hier mich schon einmal in absolute Ekstase versetzt. Das sieht doch wirklich aus wie ein 1,50 € Faschingskostüm von King Kong, aus dem dann ein Film gedreht wurde. Noch dazu eine Hammer Film Production, wo Michael Gow in der Hauptrolle zu sehen ist, den wir unter anderem einerseits als Pennyworth in Batman's Return, Batman Forever, also quasi den ganzen alten Batman-Filmen kennen, den wir gesehen haben in Filmen wie Das vierte Protokoll, Jenseits von Afrika, Top Secret, Die schwarze Mamba, Frankensteins Horrorklinik und natürlich eben
Die Hexen des Grafen Dracula, die Todeskarten des Dr. Schreck, das Rätsel der unheimlichen Maske, Dracula 1958, also eine Menge an Hammer und Amicus und sonstigen irgendwie Kultfilmen. Das ist natürlich ein absolut bekanntes Gesicht. Außerdem ein absolut bekanntes Mediabook, limitiert auf 111 Stück, von dem ich da jetzt dann die Nummer 29 habe. Wunderschön, wie das eben hier gemacht wurde. Drinnen ist dann natürlich hier Die Blu-ray, die auch im normalen Mediabook ist. Jetzt kann ich euch natürlich auch die Version von diesem Cover-Artwork vom anderen Mediabook zeigen. Dazu diesmal ein neuer Hintergrund von diesem Innendesign hier von dem Mediabook, den ich bis jetzt noch gar nicht gesehen habe. Und als Bonus gibt's dieses Mal dann die Blu-ray von das Schlangenmonster, die DVD-Verzeihung von das Schlangenmonster aus der IFD Legacy Edition. Ein absolut sehenswerter Monster-Klopper, den ich einfach nach wie vor nicht fassen kann, dass der so existiert, wie er existiert. Wir können dann eben hier mal kurz durch dieses schöne Schrecken-Booklet durchblättern, das zwischen den beiden Discs zu sehen ist. Ja, das ist eben die Super Spooky Stories Version von dem Conga Mediabook. Aber wie ich finde, auch wenn wahrscheinlich das andere Mediabook dann ein Booklet hat, das etwas mehr ganz speziell auf diesen Film eingeht und nicht wieder von Mike Blankenburg eher ein übergreifendes Booklet ist, aber dafür hat, finde ich, WMM einfach das mit Abstand schönere Cover.